Topfgucker TV empfiehlt. Ja. Hallo, herzlich willkommen im Dresdner Kaffeestübchen. Mein Name ist Ralf Müller. Einige werden mich vielleicht schon kennen. Mit Topfgucker TV haben wir schon einige leckere Sachen gedreht. Kommen Sie einfach mit und lassen sich überraschen. So, da sind wir im Kaffeestübchen. Wir haben als erstes damals mit Topfgucker TV unser Tiramisu mit dem Dresdner Kaffeelikör zusammen gemacht. Rezept und der Likör. So wie Sie auch sehen, haben wir nicht nur den Kaffeelikör, wir haben unseren Elbegeist, der auf der Pirna vor sich hin schippert, 4 Monate. Das ist ein richtiger Ansatz mit Beeren, mit Früchten. Das ist meine Leidenschaft, diese Liköre oder den Moritzburger Karpfenlikör. Auch dafür gibt es ein Rezeptkärtchen, wo auch Sie im Internet schauen können, wie dieser Karpfen auch hergestellt wird oder zubereitet wird, damit man ihn genießen kann. Für den Elbegeist hätten wir etwas Kanarisches. Vielleicht waren Sie im Urlaub auf den Kanarischen Inseln oder in Spanien und Sie kennen die Gambas, aber dazu passt wunderbar der Elbegeist. Tja, aber für was sind wir denn eigentlich bekannt? Für unsere Eierschecke. Dresdner Eierschecke. Das ist das Nonplusultra in Dresden. Sie können alle möglichen Kuchen, aber Eierschecke muss perfekt sein. Das war auch der Gedanke, wie bekommt man Eierschecke in die Flasche? Wir wurden viel gefragt von Gästen, wie man am besten die Eierschecke mitnehmen kann. Und da kam uns dann die Idee, oh, füllen wir sie mal in die Flasche ab. Hat 3 Jahre gedauert, die ganze Entwicklungszeit, weil es wirklich nicht einfach den Geschmack unserer Eierschecke in so eine kleine Flasche reinzubekommen. Ralf, du hast mir erzählt, als kleiner Junge hast du irgendwie so in der Bäckerstube deiner Oma praktisch gestanden und dann kam die Idee schon, die Großen haben immer so Sachen getrunken. Wie war das nochmal? Erzähl uns das nochmal. Das sind ja viele Faktoren, die auch am Ende eingeflossen sind. Also wir als Kinder haben natürlich keinen Eierlikör bekommen, aber die Eierschecke, also wenn Sie oben die Scheckenmasse nehmen und Sie zerdrücken das mit dem Quark und man macht noch etwas Kaffeesahne rein, dann kriegst du ein Eierlikör hin für Kinder. Hier kommen viele Leute rein und sagen, ich hätte gerne eine Eierschnecke. Ja, das ist, Eierschnecke ist cool. Genau. Also wie sprechen denn die Asiaten Eierschnecke aus? Na, die Eierschnecke sagen immer nur Cheesecake. Ne? Sagen, no Cheesecake, das ist das Saxony. Das ist Saxony, das ist Eierschnecke. Das Publikum im Dresdner Kaffeestübchen ist international. Also wir haben wirklich aus der ganzen Welt Gäste. Die versuchen zwar alle einen Platz zu reservieren, aber das geht nicht, da wir ja ganz klein sind und ich habe nur 10 Plätze. Also warten auch die Gäste draußen. Und wenn sie dann drinnen sitzen, dann werden sie auch von uns bedient und sehr höflich behandelt. Für mich ist es immer faszinierend, dass eben auch die Leute, die über den Atlantik kommen oder aus Asien, die essen anders als wir. Die haben einen ganz anderen Geschmack, aber die sind begeistert von der Eierschecke. Und sie haben das in allen Sprachen, steht es hier dran. Und es ist wie ein Selbstläufer. Jeder wollte am Anfang sich dahin eintragen. Und am Ende haben wir noch Geldscheine dran. Das ist jetzt nie meine Rente, da ist der Wechselkurs ein bisschen schlecht. Aber es macht Spaß, mit den Gästen zu reden. Das Gästebuch, wo die Tafel voll, das ist voll, das Gerammelte voll. Und Leute, die haben auch geschrieben, dass sie jetzt E-Mails durch Corona, dass sie wiederkommen und dass ich bloß durchhalten soll. Ne? Und was gibt dir jetzt so die Kraft zum Durchhalten? Ideen. Und eigentlich auch die Heimat. Also das ist das Sachsen. Wenn Sie viele Jahre weg sind und Sie kommen wieder hierher und Sie sehen, was hier entstanden ist und was wir genießen dürfen, ne, wo andere das nicht haben, das ist das, und für mich ist wichtig, Sachsen, Dresden den Leuten näher zu bringen. Es ist schwierig, ich finde, es bringt nichts, wenn ich ein Paulaner oder ein Hofbräu habe. Nee, wir brauchen, dass der Gast weiß, er ist in Sachsen. Also mit diesem kleinen Café
habe ich mir eigentlich einen Traum erfüllt. Ich wollte auf kleinstem Raum mit Gästen ins Gespräch kommen, wo einfach Genuss in jedem Produkt steckt. Und das Neueste von uns ist, oder von mir, ist Dolce Vita. Das ist ein edler Beerenlikör. Sie können jetzt leider nicht riechen, das ist aber für mich, das ist Dolce Vita, das süße Leben in Elbflorenz. Da sind frische Beeren angesetzt, das ist Himbeere, schwarze Johannisbeere, Brombeere. Sie können das in Sekt als Cassis verwenden, Sie können das in die Bowle nehmen. Sie haben eine wunderbare Grundlage für Desserts. Für mich ist es die Spitze jetzt von allem, was zusammengekommen ist, weil das hat noch gefehlt, aber nicht den hunderttausendsten Gin oder was, nee, sondern etwas, was Lebensfreude widerspiegelt und Wärme. Dann lassen Sie uns anstoßen auf uns und auf unseren Online-Shop. Sie finden alles im Online-Shop, was Sie hier im Dresdner Kaffeestübchen auch sehen. Und vielleicht kennen Sie Knox. Die Räucherkerzen haben wir zusammen entwickelt, damit, wenn in der Küche mal etwas schief geht, können Sie ein Räucherkerzel anzünden und der Duft wird neutralisiert, der schief ging. Und die Mücken auf der Terrasse suchen auch das Weide. Ich freue mich natürlich sehr, dass Sie heute alle hier zu Gast waren mit mir. Auch mit Topfkuchen TV werden wir weiterhin schöne Beiträge senden. Seien Sie gespannt, lassen Sie sich überraschen. Für uns ist wichtig, schauen Sie nach, was Sie finden, unter dem QR-Code zum Beispiel oder direkt im Online-Shop. Auch die Marmelade gibt es, weil wir sponsern nämlich auch ein kleines Bäumchen, ein Orangenbäumchen im Zwinger. Also es gibt sehr viele Sachen, die das Dresdner Kaffeestübchen immer interessant machen und immer für eine Überraschung präsent sind. Herzlichen Dank. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.